Steinblock war hier, ne? So. Dann können wir die Häuser bauen, dann sind schon mal 12 Leute unter Dach und Fach. Wir gucken weiter nach dem Hafen. So, was braucht der Hafen? Der braucht 3 Holzteile. Die müsste ich eigentlich haben. Naja, wir haben 83, das werden wir wohl noch hinkriegen, ne? Ihr seht, so langsam baut sich unser Städtchen schon auf. Also wohnen wird immer besser. Da müssen wir gleich mal eben gucken, wie wir hier... Ich möchte das ja mit den Signalen mal verstehen. Jetzt ist das ja eine relativ große Insel, ne? Wir fangen hier unten irgendwo an. Ich würde das gerne mal machen. Das heißt, wir müssen also jetzt schon Züge einplanen. Ich weiß aber überhaupt noch nicht, wie das funktioniert. Die Frage ist, Train Station. Kann man zum Beispiel... müssen die immer im Kreis fahren oder drehen die in dem... Und wenn ich jetzt hier einen Bahnhof hinbaue, ne? Was brauche ich überhaupt dafür? Ich bin so mutig. Ich denke, komm, mach mal eben. Holzteil, Ziegel, Schienenteil. Das Schienenteil habe ich noch nicht. Die muss ich noch herstellen. Alles klar, wir machen es langsam. Ja, ich weiß, ihr braucht Essen. Aber ihr verhungert ja nicht, das ist der große Vorteil. So. Genau, jetzt müssen wir erstmal, also wir importieren, exportieren erstmal nichts. Also das Wetter ist schon ein bisschen arg nervig, finde ich. Weil es immer dieser Regen, der macht so ein bisschen, der ist ein bisschen doof. So, dann machen wir nämlich hier fehlendes Material Stein. Ja, ja. Alles Stein, was wir gefunden haben, ist schon aufgebraucht. Habe ich nicht gerade erst einen Stein rausgetan? Doch. Hat nur ein bisschen länger gedauert. Alles klar. Was ist hier schon wieder im Weg? Das ist, wenn man nicht sauber vorher alles abfrühstückt, weißt du? Dann ist da wieder so ein blödes Ding da im Weg. Warten wir mal, bis hier der erste Stein weg ist. Genau, dann können wir nämlich dort noch ein Fundament hinsetzen. Weil hier soll sozusagen mein... also einmal ein Weg natürlich entlang. Und hier bauen wir jetzt einfach ein Lager rein. Und das ist sozusagen unser Exportlager. Oder machen wir es Import? Nee, Export. Wir machen Exportlager raus. Wenn wir mal irgendwas exportieren, dann geht das sozusagen alles in dieses Lager und wird dann auf das Schiff geladen. Da
dass das möglichst kurze Wege sind. Dann machen wir die nächste Gebietserweiterung, indem wir einfach wieder ein großes Leuchtfeuer hier irgendwo hinsetzen. Ein Holzbrett, ein Steinblock. Und dann können wir gleich auch wieder ein Gebiet erweitern. In der Zwischenzeit können wir hier vorne schon mal einen Rastplatz hinsetzen. Na, ihr seht, passt wieder perfekt. Der Rastplatz braucht zwei Holzbretter. Die haben wir zufällig noch geschnitten. Und dann haben wir auch den Ort, wo man zusammenkommen kann. Als Dorfbewohner. Und ein bisschen über die aktuellen Ereignisse schnacken kann, ne? Das geht sogar hier entlang, das ist ja schön. Gut, das war einer zu früh. Ist natürlich auch insofern ein bisschen... Na gut, man kann es ja auch drehen, richtig. So. Man kann es sich ja auch leicht machen, ne? Dann lass uns doch weiter für Wasser sorgen. Wollen wir hier noch Wasser hinsetzen? Können wir eigentlich machen, ne? Gut, wir sind ein bisschen weit weg vom Schuss. Die Frage ist... Zur Versorgung der Dorfbewohner. Aber die kriegen gleich noch Milch. Nee, lass mal. Das machen wir hier nicht. Oder wollen wir hier gleich mit der Brauerei anfangen? Das können wir natürlich auch machen. Dann würdest du sozusagen hier einen Brunnen hinsetzen. Leitest du natürlich hier durch. Und dann könntest du hier vorne zum Beispiel entweder die Bäckerei oder die Brauerei. Machen wir Bäckerei. Eins. Zwei. Drei. Ja, so ein Lagerfeuer stört da schon immens, muss ich sagen. Und zwar machen wir jetzt Lager. Das ziehen wir erstmal durch. Und dann machen wir... Hier ein Lager und hier ein Lager. So. Das sind also die Lager, wo die drei Lebensmitteltypen reingebaut werden. Wir wissen ja, ne, das sind die drei Sachen, die es gibt. Jetzt brauchen die allerdings Weizen und Weizen haben wir hier noch gar nicht gefunden, ne? Was ist das hier? Steinhaufen. Mhm. Interessant, interessant. Weizen habe ich echt noch gar nicht gefunden. Alles klar. Finden wir überhaupt nicht das Problem. Haben wir denn hier Platz für
Ihr müsst euch echt mehr verteilen. Ihr nervt mit euren Schildern ganz gehörig. Haben wir hier denn Platz? Also entweder bauen wir hier die Häuser noch weiter. Wie viel sind wir denn? 32, ne? Wie viel waren das denn nochmal? Waren ein paar Häuser, die wir da brauchen. 12. Was meinst du mit GIF Weizen 50? Ist ein bisschen schmal hier, ne? Richtig gefallen gefällt mir das noch nicht. Hier passt doch kein Haus mehr hin, ne? Doch, aber ohne Weg. Alles klar. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, Niklas. Irgendwas willst du mir mitteilen. Ich weiß das, aber ich weiß nicht, wovon du redest. Wahrscheinlich wieder irgendwas von Echo oder so. Aber das ist halt, wenn man so ein bisschen verwirrt ist. Wir könnten natürlich auch Folgendes machen. Also ich brauche ein Lager. Tomate und Erdbeere. Und dahinter sollte natürlich möglichst schnell auch das Feld kommen. Und von diesen Feldern sollte dann die Möglichkeit bestehen, dass die Bäckereien hier versorgt werden, die dann wiederum ihr Lager brauchen, wo sie Sachen ablegen können. Also so ist die Idee, ne? Eine Produktionsstraße aufbauen. Ob man das vielleicht noch ein bisschen... Nicht so eng packt, sondern einfach noch so ein bisschen hier rüber. Weil die Dinger sind meines Erachtens, ja, von der Größe her würden sie wahrscheinlich ausreichen. Aber ich kriege ja hier keine Farm hinter. Das ist das, ob ich die vielleicht noch ein bisschen nach vorne rücke. Muss man aufpassen, nicht das Lagerfeuer aufreißen. Dann denken wir mal neu. Ist halt, dieses Gewusel macht mich halt gerade ein bisschen nervös. So. Das könnten wir mit Steinen auffüllen. Das geht. Dann könnten hier weiter Häuser hin. Dann kriegen wir hier alle Häuser hin. Holzbrett. Haus braucht 2-2, ne? So, dann werden die Häuser auch fertig gebaut. Die Überlegung ist halt, wie macht man's sinnvoll? Gar nicht so einfach. Können wir hier nicht noch irgendwas hinstellen, damit ich mal weniger abgelenkt bin durch dieses komische Feuer da? So, dann können die nämlich jetzt doppelt Wasser produzieren. Wenn wir die Farmen hier hinbauen.
Die Lager da dran. Blöd, ne? Hier die Lager hin. Und da die Farmen dran.